habe im Winter mit welchen und im Sommer gespielt. Der Chef bin ich. Ich bin ein zufriedener Mensch. Man muss sich aber auch ein bisschen zufrieden machen. Was zeichnet einen guten Wirten aus? Erstens muss man mit Leuten umgehen können, weil wir mit Leuten da, ja. Dann soll es halt auch so sein, was da die Leute erzählen, das bleibt unter uns. Man muss ehrlich sein. Fünfhalbe Dringer, fünfhalbe Zahlen. Ja, mit Sicherheit sind wir Wirt, sowas wie Psychologe. Die Gäste kommen, erzählen dir eine Geschichte, oft hörst du Sachen, die du gar nicht hören willst. Aber so wie es das Herz vergisst das, weil das ist auch ein Kapital für uns. Nichts zu wissen. Nein, das ist. Du Heli. Nein, das ist nicht. Der Vizeleitner hat gesagt, jemand Spitzbart bitte nicht singen. Sag ich das, bin ich da gestanden. Ich will nicht sagen wir, aber. Dafür habe ich alles saubere da beim Bandesheim. Ich habe dreimal habe ich einen dürfen, die acht machen. Ich habe nicht geschrieben, willst du deinen Sohn noch retten, schicken Geld und Zigaretten. Nein, ich habe jede Brennnesselstange in Salzburg. Die kommen schon seit 1960, da wo der Großvater das Wirtshaus gekauft hat und aufgesperrt hat, also seit 58 Jahren. Da sind natürlich schon Leute dabei, die sind jenseits der 80, weil sonst ginge das gar nicht. Sie wollen eigentlich öfter kommen, wie ich offen habe. Ein Stammtisch, das ist mir wichtig. Ich gehe am Dienstag in den Stammtisch und am Sonntag. Und dann erfährt man halt ein wenig was und trifft man Leute und sitzt man mit Leuten beieinander. Und das ist für mich Tradition. Also wenn ich heute, wie soll ich sagen, ich bin fast 50 Jahre. Also wenn sie zu mir jetzt sagen, Herr Spitzbart, sie können nicht bei sagen, wir waren nie fahrt. Nein, wir waren nie fahrt. Nein, ich bin 71 und sie ist 69. Sie hat nächstes Jahr 50. Machst du noch ein Bierchen? Bitte schon. 50 Leute hat mein Hase nächstes Jahr. Ja, Tradition ist das Erhalten der alten Werte, wenn man so möchte. Nachhaltigkeit. Danke. Ja, bitteschön. Sehr zum Wohl. Darauf ein Bier. Ja, sie wird an sich bei uns wenig politisiert. Stadtpolitisiert. Das ist schon dann, oder wenn einer nicht da ist, und dann wird ein bisschen aufgerichtet, nicht? Das ist ja. Auch klar, war er da oder nicht? Ich warte bis um 4 Uhr auf meine Frau und dann gehe ich mal in meinen Motor fliegen. Weil ich habe mir einen Flieger gebaut, den muss ich heute testen, unbedingt. Mein Zehn und das habe ich mir uns angeholt, den werde ich heute testen, den Burschen. Ja, meine persönliche Vision ist, ich möchte halt den Leuten das Thema Bier auf eine andere Art und Weise näher bringen. Wenn ich darf, ich zeige euch das. Prost. Wie lange hast du das vorhin gehabt? Ja, so bist du das gemeint. Da haben wir dafür zugestellt. Wie gesagt, das ist halt das. Das ist Tradition für mich. Alles normal.